Was geht ab, meine lieben Freunde, euer Uni hier und herzlich willkommen zum 7. Uncharted 4 Let's Play. Ja, meine lieben Freunde, heute geht's endlich weiter. Wir wieder frisch im Hemd angezogen, denn heute müssen wir die Party stürmen. Ich bin richtig gespannt, was uns jetzt erwarten wird. In der letzten Folge haben wir den einen getroffen, mit dem wir zusammen vor 15 Jahren aus dem Knast ausgebrochen sind. Und der scheint jetzt auf der bösen Seite zu sein. Wir werden wahrscheinlich noch gegen ihn kämpfen müssen oder sonst irgendwas. Da wird noch einiges kommen, Leute. Da bin ich echt mega gespannt. Und ja, Freunde, ich habe euch ja gesagt, ich werde mir keine Kommentare zur Let's Play-Reihe durchlesen. Ich bin aus Versehen letztens die Kommentare ein bisschen runtergegangen. Bin zum Glück auf keinen Spoiler gegangen, weil ich habe gedacht, das wäre ein Clip von einem anderen Video. Und dann habe ich gesehen, dass einige geschrieben haben, beziehungsweise der Kommentar hatte 200 Likes. Ja, nee, bring doch Uncharted jeden Tag, weil andere YouTuber sind schon viel, viel weiter als du, bla bla. Ja, Freunde, das würde ich gerne machen, aber dann würde ich die anderen Spiele vernachlässigen. Das möchte ich einfach nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass sehr, sehr viele deutsche YouTuber dieses Spiel Let's Playen, aber ich finde, keiner ist so richtig dabei wie ich. Also alle zeigen da ein bisschen Gefühlslosigkeit, versuchen sich aber auch ein bisschen in die Situation hineinzuwälzen. Das finde ich gut, aber ich finde, dass ich einfach immer zack, wirklich dabei bin, Alter. Der Kanal heißt ja nicht umsonst viel Gaming TV. Ich feiere jedes Spiel, das ich spiele. Und ich würde kein Spiel spielen, was mir nicht gefällt. Und Uncharted, das gefällt mir so sehr. Und das merkt ihr auch, wie ich zu 150% dabei bin. Ich gebe mein Bestes bei diesem Spiel. Versuche euch so gut wie möglich damit eintauchen zu lassen, wie meine Gefühle dazu sind und sowas. Und sowas. Und so muss man das auch rüberbringen, in meinen Augen, Leute. Und ja, was ich noch sagen wollte, WWE wird auf jeden Fall morgen kommen, Leute. Da gab es jetzt auch ein paar Tage Pause. Das tut mir richtig leid. Aber morgen wird es auf jeden Fall weitergehen mit WWE. Wollte ich euch nur Bescheid geben. Und ja, würde ich sagen, stört uns auch direkt ins Gefecht. Ich hab abnormal Bock. Ab geht's mit Uncharted 4. Wir beide sind Partner. Ja, verstehe. Na, das nenne ich mal ein Power-Duo. In wenigen Minuten beginnt die Versteigerung unseres nächsten Stückes. Ein intersiertes Holzkruzifix aus dem Trottnachlass. Ja, ich will mal nicht länger stören. Euch noch einen schönen Abend. Moment noch, Sully. Wie hast du davon erfahren? Wovon? Was genau meinst du denn, Rafe? Nadine, ich glaube, dein Partner hier hatte zu viele Bloody Marys. Lass den Scheiß, alter Mann! Ich weiß nicht, wie du hier reingekommen bist. Aber wenn du vorhast, auf Averys Kreuz zu bieten, kann ich dir sagen, wie du hier wieder rauskommst. In einem scheiß Leichensack. Genau hier haben wir aufgehört, Leute. Na, du verstehst mich schon. War schön, euch wiederzusehen. Jetzt wird's richtig spannend, Leute. Alter, jetzt Nate. Geht's weiter. Nate! Nate! Verdammt, Junge, wo zum Teufel steckst du? So, Leute, hier geht's weiter. Zack, jetzt sehen wir seinen Finger, seinen Arm. Genau jetzt, ja. Und hier haben wir aufgehört, Freunde. Jetzt wird's spannend, Alter. Leute, ich bin bereit, ihr seid es auch. Weiter geht's mit Uncharted. Okay. Uiuiuiui. Also, ich würde sagen, wir lassen uns hier runterfallen, oder? Boah, das war sogar richtig. Eieiei. Aber wo geht's jetzt weiter? Der schafft das doch niemals von hier nach darüber. Ey, wenn er das schafft, Alter, niemals. Wenn er das schafft, das ist doch nicht Spider-Man. Okay, ja. Egal, wir versuchen's einfach, Leute. Wir versuchen's. Das wird zu heftig. Aber das ist machbar. Ja, es ist machbar. Und Drake schafft es. Mit seiner ganzen Kraft springt er da hoch. Mann, warum nehme ich den Maschinenraum? Scheiße, und Sully... Den können wir nicht mal hören gerade, weil der kann uns einfach nicht hören. Oder wir können ihn nicht hören. Aber warte mal, was sagt ihr? Geht's hier weiter oder da unten? Nee. Hier wird's weitergehen. Der muss das schaffen. Aber da unten sind zwei Boote, seht ihr die? Wow, Alter, ich hätte da richtig Angst, Mann. Also das würde ich mich niemals zutrauen. Niemals, niemals. Auch wenn ich das professionell drauf haben würde. Irgendwas kann immer schief gehen. Man kann ausrutschen oder sonst was. Okay, jetzt ist die Frage, wo es weitergeht. Ja, Leute, jetzt bin ich mal gespannt. Was sagt ihr? Okay, es geht rechts auch weiter. Dann müssen wir nach rechts, denke ich mal. War voll blöd, dass wir Sully nicht hören. Irgendwelche Empfangsschwierigkeiten gibt's hier. Aber das wird's noch echt spannend werden, Mann. Ich bin echt gleich wirklich heiß drauf, was die jetzt machen werden. Ob die einfach das Licht ausschalten wie bei Prison Break und dann einfach hier das Ding stehlen wollen oder wie es genau hier geschehen soll. Was hier genau passiert? Ist da jemand drin? Nee, da ist keiner drin. Die Fenster sind offen, da können wir rein. Okay, wir sind jetzt hier im, glaube ich, Maschinenraum. Boah, Leute, das ist so spannend, dieses Spiel, Alter. Ich bin da wirklich mittendrin, Alter. Vor allem noch bei meinem 55-Zoll-Fernseher. Ich bin da wirklich in meinem Kopf im Fernseher schon drin. Okay, schaut mal vorsichtig. Ich höre irgendwelche Schlüssel. Ja, da links unten seht ihr den Typen. Ecco, in Italienisch. Speriamo di non dover cambiare altri fusibili del cazzo stasera. Direi che per stasera può bastare. Sony Ericsson! Hört mal!
habt ihr es gerade gehört? Sony Ericsson Klingelton, ey. Ey, geil, da merkt man wirklich, dass das Spiel von Sony ist, oder? Findet ihr nicht? Sony Ericsson Klingelton, PlayStation 1 Spiel von Sony, Crash Bandicoot letztens. Klingt einfach Sony Ericsson. Eieiei, okay. Ich glaube, die sind aber weg, ne? Alter, wo sind wir denn hier gelandet, ey? Wir gucken uns mal ein bisschen mal die Sachen so an, wenn wir was finden sollten. Ich habe auch wirklich gehört, Leute, hier im Spiel, es ist eine Stelle, wo man ein Plakat von The Last of Us 2 sieht. Also wer damals The Last of Us gesehen hat bei mir auf dem Kanal hier, der weiß, das war das krasseste Let's Play. Und zum Henker sind diese Schutzschalter. Das war das krasseste Let's Play überhaupt, Leute, an Uncharted, Last of Us. Das war zu heftig, dieses Spiel, ne? Zu. Ah, großartig. Sam, Sully, seid ihr da? Gottverdammt, Junge, wo zum Henker warst du? Bin am Ziel. War ein paar Mal echt brenzlig, aber... Na, wenn du den Strom abschalten willst, ist jetzt die Zeit. Okay, dauert aber noch einen Moment, bis ich an den Kasten rankomme. Uns bleibt kein Moment. Rafe spaziert hier gleich mit unserem Kreuz raus. Warte, was? Rafe? Rafe ist hier? Ja, Rafe ist hier. Und im Moment ist er der Höchstbietende. Dann überbiete ihn. Ja, womit? So viel Geld habe ich nicht. Sully, wir stehlen es, weißt du noch? Und wenn er den Bluff durchschaut? Wird er nicht. Wir sind bei 90.000. Höre ich ein weiteres Geruch? Leute, wenn wir das Kreuz nicht kriegen, bin ich so gut wie tot. Ja, und wenn ich den Zuschlag kriege, sind wir alle tot. Sully, du musst mir mehr Zeit verschaffen. Da ist keine weiteren Geburten. Vertrau mir. Zum Ersten, zum Zweiten. Was soll's? Bene, 100.000 Euro sind geboten. Grazie. Höre ich weitere Gebote? Komm wieder am Gucken, ist der Pisser. Das Gebot liegt bei 110.000 Euro. Ja, wer A sagt, muss auch B sagen. Mit diesem Gebot... Keine Sorge, du bist im Nu da raus. Das hoffe ich. Ja, wir müssen uns beeilen, Mann. Sully ist in Schwierigkeiten. Das Schloss aufbrechen. Wir müssen irgendwie das Schloss aufbrechen. Jetzt bei 130.000. Alter, guck, wie hoch die gehen. Hört ihr das im Headset? Ich höre das. 140.000. Nichts. Super, Alter. Wir müssen ja alles schnell durchsuchen. Wir brauchen es. Drake, Junge. Ja, ein Moment. Schild eure Eier, Jungs. Ich bin doch schon dabei, Mann. Hier vielleicht? Ja, Mann. Das ist sehr gut. 170.000. Alter, guck mal, wie hoch der mit uns geht. Mach das Schloss kaputt. Komm, komm, drück. Schneller. Perfekt. Schnell. Jetzt Strom ausschalten. Und Samuel muss es dann schnell stehlen, ey. Eieiei, das wird jetzt was, Leute. Okay, Jungs, bin am Schalter. Bereit? So bereit wie noch nie. Jetzt zieht er durch und klaut das. Sekunde noch. Der Gentleman bietet 200.000 Euro. 500.000. Machen wir Nägel mit Köpfen. Oha. Grazie. Das Gebot liegt bei 500.000 Euro. Möchte der Gentleman erneut bieten? Hast mir kurz Angst gemacht, Victor. Dachte schon, ich muss dich kalt machen. Okay, versauen wir also dem Arschloch den Abend. Sonst noch jemand? Und zum Ersten? Zum Zweiten? Und bam, Licht und aus! Kauft für 500.000 Euro. Meine Damen und Herren, bitte bleiben Sie ruhig. Der Notstrom wird sich gleich einschalten. Es ist weg! Und weg ist es. Wo haben die den gefickt, Alter? Weg da! Aus dem Weg! Haltet ihn! Hey, haltet den Kerl auf! Was willst du, du Spasti? Was tun Sie denn? Sie lassen ihn entkommen! Sprechen Sie! Sparisch! Gut. Kleiner Vogel, Alter. Was denkst du, wer du bist? Licht aus. Sag, dass du das Kreuz hast. Der heilige Desmos ist hier bei mir. Sag hallo. Hallo. Wir haben in ein Hornissennest gestoßen. Der Ballsaal ist abgeriegelt und die Security bereit. Victor, wo ist der Fluchtwagen? Komm zur vorderen Einfahrt, den Scheinwerfer nach. Ich hol den Wagen. Okay, Leute, weiter geht's. Ey, Junge, wie spannend das ist. Das ist einfach wie im Film. Das ist besser als ein Film, weil man es selber spielt. Ja, super. Wo geht's jetzt hier weiter? Ich würde sagen, ich springe hier rüber. Wow. Ich will nirgends mal runterfallen. Eieiei. Verdammt. Das war knapp. Bei Gefahr entdeckt zu werden, füllt sich die weiße Bedrohungsanzeige, okay? Wow. Gelb bedeutet, die Gegner untersuchen, was sie zu sehen geglaubt haben. Halten sie sich aus dem Sichtfeld von den Gegnern heraus, um getarnt zu bleiben. Indem links gedrückt halten und X drücken. Okay. Wow. Nee, der hat nichts gesehen. Wir müssen jetzt schnell hier weg, Leute, Alter, bevor wir noch entdeckt werden. Diese Musik, Alter. Dum, dum, dum.
möchte den Jungle-Feeling. Bam, bam, bam. Das darf sie nicht gelb füllen. Oha. Zieh den Pisser runter. Wow, Alter, sind ja überall Wachen. Haltet eure Schnauze. Da oben sind noch wieder welche. Ja, super, der sieht mich doch sofort da oben. Ich habe nicht mal eine Waffe dabei mit Schalldämpfer. Wow, 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 wow. Schnell, ich muss mich beeilen, Mann. Wir dürfen nicht entdeckt werden, Leute. Aber bisher war das, glaube ich, ganz gut, was wir so gemacht haben. Eieiei, da drüben ist auch noch einer. Okay, eieiei, der blinkt da die ganze Zeit mit der Taschenlampe hin. Seht ihr das? Warte, warte, lass den blinken, lass den blinken, den Typen. Und genau, genau. Oh, ne, der kommt immer näher nach rechts. Das ist nicht gut. Nein, noch nicht. Jetzt, Alter, komm, komm, go, 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 go. Boah, Junge, Alter. Waffen wären vielleicht doch nicht schlecht. Ja, siehst du, der sagt's gerade. Waffen wären vielleicht doch nicht schlecht. Die wären wirklich nicht schlecht, Nathan, Alter. Vor allem mit Schalldämpfer. Dann könntest du die alle so easy abknallen. Wow, Alter. Eieiei, die Frage ist, wo geht's jetzt hier weiter, Mann? Ich hoffe, ich glaube, da lang müssen wir hin. Müssen uns aber hier versuchen, vorbeizuschleichen. Ohne. Oh, 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 die Anzeige füllt sich langsam ein bisschen. Okay, er hat nichts gesehen. Du hast nichts gesehen, Digga. Scheiße, wir müssen hier weg, Alter. Ich glaube, das ist der richtige Weg, Mann. Aber ich glaube, wir haben das ganz gut gemacht, oder? Wir wurden oben und mich umschauen. Nutzen Sie hohes Gras, um sich vor Gegnern zu verstecken. Lassen Sie los, um sich in einem hohen Gras zu ducken. Heimlich angreifen. Zack. Schon versch. Oh, aber der ist bestimmt gehört, dass sein Partner gestorben ist gerade. Eieieiei. Ich hoffe, der berührt uns nicht. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Warte. Den haben wir, den haben wir, den habe ich. Zack. Okay, weiter, weiter. Boah, wie krass es mit der Wiese hier aussieht. Und so diese Engine. Nur einen Überblick. Okay, bis gleich. Ja. Hört ihr das Auto? Es geht hier ab, Mann. Ich höre gerade die krassesten Sportwagen hier rumfahren. Hört ihr das? Eieieiei. Warte mal, wo lang gehen wir am besten? Ich denke mal hier hoch, oder? Bin mir nicht ganz sicher. Eieiei, wir wurden bestimmt entdeckt. 100%. Ich habe gerade voll Schiss, Leute. Einfach aufs Dach hoch. Schnell springen, springen, Nathan. Zack. Ja, wo müssen wir denn lang, Alter? Warte mal, wir gucken. Da ist der Ballsaal. Aha. Davor die Einfahrt. Okay, da müssen wir hin. Uiuiui, da geht's auf keinen Fall weiter. Wir müssen jetzt hier aufs Dach hoch. Durchs Fenster, denke ich mal. Okay, alles gut. Niemand hat mich genau gesehen. Ich mache einfach auf cool und spaziere direkt hier raus. Oh, ist der bescheuert, Alter, ey. Als ob den keiner jetzt hier sieht, Mann. Oh, scusi. Sie dürften gar nicht hier sein. Oh, sie aber auch nicht. Ich sag Ihnen was. Ich sag's keinem, wenn Sie es keinem sagen. Sie haben etwas, das ich will. Und Sie werden es mir geben. Oh, shit. Wirklich? Tja, das schmeichelt mir. Aber ich bin leider vergeben. Sehen Sie, wenn Sie mich jetzt entschuldigen. Ja! Oh, Alter. Ich bin nicht in Stimmung für Spielchen. Richtiges Mannsweib. Geben Sie mir das Kruzifix. Lady, Ihr Glück, dass ich ein Gentleman bin. Sonst würde ich... Scheiße. Okay, gut. Aber wissen Sie, ich will das nicht tun. Na, dann zeigen Sie mal. Alter, was ein Mannsweib. Komm her, du Bitch, Alter. Oha, die weicht ja richtig aus. Hier, kriegst du... Alter, was geht mit dir ab? Komm her. Verpiss dich, Alter. Oha. Egal, die wird so auf die Fresse kriegen, als ob wir uns von einem Weib kaputt schlagen lassen. Alter. Oha, was geht bei der ab? Ey, ey! Alter, Leute! Was geht mit dir? Jetzt her mit dem Artefakt! Etwas konkreter, es gehört nicht Ihnen. Komm, wir provozieren die etwas konkreter. Wissen Sie, wie viele Artefakte ich schon gesammelt habe? Sie müssen sich genauer ausdrücken. Dann will ich das mal verdeutlichen. Drück dich doch genauer aus, du Schlampe, Alter. Ey, Nathan, Alter, das ist ein Weib, Mann, hau die jetzt kaputt! Du nicht dein Ernst? Etwas Jetlag. Komm her, hä? Was willst Wie du, hä? Mit Unentschieden. Hä? Hier. Hier. Alter. Alter, die... Alter, was geht bei der ab, Mann? Haben Sie genug? Oder spielen Sie lieber weiter den Klugscheißer? Rauswerfen. Wir sind keine
Chiropraktikerin bei Klugscheißer bleiben? Tja, wissen Sie, die Klugscheißer-Nummer hat mich weit gebracht. Warum aufhören? Eieiei. Haltet! Gut! In meiner Gesäßtasche. Wo ist es? Hier, Alter, du kleine Schlampe, Alter. Was willst du, hä? Alter! Oha! Oh, shit. Ach, du Scheiße, ey. Was war das für ein Vibe, Mann? Okay, was ich bin am Wagen. Moves hatte. Ich hab deine Freundin Nadine Ross kennengelernt. Sie ist entzückend. Also, hier draußen herrscht totales Chaos. Sie versuchen, es einzunehmen. Aber alle drehen durch. Ich will ja nicht drängeln, aber behalt euch, verdammt. Nathan, wo steckst du? Chill! Gute Frage. Und du? Am Ballsaal. Such nach diesem runden Schild. Es liegt auf dem Weg. Ei. Gute Nachricht. Ich hab ne Knarre. Bis gleich. Ja, super, Leute. Wo geht's jetzt weiter? Ich glaube nicht, dass wir nach da drüben springen müssen, oder? Ich weiß es nicht, Leute. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo wir lang müssen, Mann. Ey, Leute. Ich weiß es nicht. Meint ihr, wir müssen springen oder nicht? Ah, ne, da rechts oben geht's hoch. Ey, komm, Nathan. Spring hoch, jetzt spring. Oh, das war doch richtig gewesen, ey. Ich hab gedacht, der wird das nicht packen. Eieieiei, was für Furzideen kommst du denn? Lass zu, swing den jetzt. Ach du Scheiße. Wonach sieht's denn aus? Komm, Samuel, Alter, baller die ab. Bruder, hilf uns. Fang! Oha! Ja, klar! Oha! Ich hab sie! Sind das richtige Weitwerfer? Ja, jetzt bringt doch kein Schalldämpfer was. Jetzt brauchen wir auch keinen Schalldämpfer mehr. Gut gemacht! Alles klar? Ja, ich häng nur so rum. Von hier aus komme ich nicht zu dir. Kommst du runter? Ja, ich komm runter, ja, ich glaub du Fischer. Schon. Okay, wir treffen uns in der Einfahrt. Geh einfach Richtung Balsam. Okay, bis gleich. Zum Markieren von Gegnern beim Tarn L2 gedrückt halten. Eine Idee? Ah, markieren wir die? Du hast gesagt, der ist abgeriegelt. Ja, aber jetzt muss ich von euch wissen, haben sie ihn geräumt. Dann auf zum Ballsaal. Verstanden, Nathan? Ja, verstanden. Komm, weiter, Leute, weiter. Oh nein! Boah, ich dachte, wir sterben jetzt. Boah, diese Action hier, Alter. Junge. Ey, das ist eine richtig geile Folge wieder mal, Leute. Aber dieses Vibe, Alter, das geht mir nicht aus dem Kopf, was die für Moves drauf hatte, Mann. Die hätte mich behindert geschlagen, wenn ich... Oh mein Gott, guck mal, dieser Sportwagen da. Oh mein Gott. Wow, fast gestorben. Warum habe ich das Gefühl, dass hier irgendwo noch Gegner sind? Ja, shit, da hinten sind welche. Können die einfach markieren? Ah, ja, ich wollte gar nicht schießen eigentlich. Oha, Alter, hat er so eine richtige Uzi dabei. Oha, von hinten. Wow, wo kommen denn die ganzen Schüsse auf einmal her? Shit. Alter, komm, bam. Alter, nachladen. Hab ich. Halten. Die Waffe gefällt mir schon besser. Was, Junge, was? Eieiei, ei. Ey. Wow. Oh, shit. Nathan. Fuck. Hau die kaputt. Alter Schwede, wir sind fast tot. Boah, das Schießen ist so geil gemacht hier. Zeig dich, hä? Hier, hab ich dich. Wir müssen jetzt auf jeden Fall schnell weiter. Und die Frage ist, wo lang, Leute? Ich glaube hier. Da muss es weitergehen. Wow, spring, Nathan. Alter, ist das eine kranke Folge wieder mal, ne? Fast beim Bald. Wir sind fast da, Leute. Nathan, die nageln mich fest. Du musst mir helfen. Wo? Ich komme, Sam. Sam, wo? Das können wir bestimmt benutzen, das Seil da oben. 100%, dann können wir uns da rüber. Scheiße, wir müssen uns beeilen. Unser Bruder ist in Schwierigkeiten, Leute. Eieiei, das wollte ich nicht. Schieb den scheiß Wagen nach vorne. Wir müssen nämlich hier hoch und damit... Ich höre irgendwelche Stimmen von rechts. Von links, von vorne, da kommen die schon alle. Eieiei. Zack, Headshot. Schnell. Eieiei. Oha, wie viele auf einmal hier sind. Okay, wir werden sterben. Nein, das erste Mal tot. Ja, krank, Alter. Shit. Das erste Mal, dass wir so richtig gestorben sind, Leute, Mann. Bis gleich. Okay, es geht direkt weiter. Ich hätte nicht gedacht, dass da so viele Gegner sind, okay? Hätte ich niemals gedacht. Wie machen wir das jetzt am besten, Leute?
sagen, wir gehen hier in das hohe Gras. Den überrasche ich von hinten. Zack. Der andere hat uns nicht gesehen. Oh doch, er hat uns gesehen. Der wird jetzt nachschauen. Der wird nachgucken. Der wird nachgucken wollen. 100% da oben auch, der Typ. Trovato qualcosa? Eieiei. Niente. Tutto a posto. Ich bin kurz davor, dem einfach einen Headshot zu geben, ne? Aspetta. Hä, geh doch weiter. Geh, komm, komm, komm. Ey, der Typ ist echt dumm, ne? Ich fick den jetzt von hinten weg. So. Hab ich. So, wir müssen uns jetzt nach oben schleichen. Heimlich, still und leise, Trophäe. Eieiei, Drake, Junge, Drake. Jetzt müssen wir echt aufpassen, Mann. Ich versuche jetzt... Oh nein, oh nein. Oh, das war doch mal richtig knapp gerade. Fuck, sind hier noch irgendwo welche? Nicht, dass da gleich noch welche kommen, ey. Die Frage ist, wo geht's weiter? Hier lang? Oh, ich begehe einfach so aufs Dach, ohne zu schauen, ey. Siehst du, ich hab's gewusst, dass wir das benutzen können. Ich wusste es, Leute. Fuck, Junge! Alter! Wir sind perfekt bei unserem Bruder angekommen. Wie geht's? Alles gut bei dir? Ich glaube, ich habe genug von dieser Option. Alter, guck mal, alles geht kaputt hier. Boah, wie alles kaputt geht, Mann. Wie realistisch, Leute. Guck, oha, von hinten. Komm. Nein, nein. Ich muss hier weg. Fuck. Was jetzt? Wie schwierig das wird, Mann. Vor dem Ballsaal. Ich warte dort. Alter, guckt euch einfach nur diesen Boden an. Alter, was geht hier ab, Leute? Ey, brauchen die Shotgun. Wo ist die? Wo ist der? Oh, Leute, Mann. Wir haben keine Munition mehr. Ey, das ist zu heftig, Mann. Das ist bisher krasseste Spiel für die PS4, was jemals rausgekommen ist. Ich brauch Waffen, Alter. Boah, die Musik, wie geil, Mann. Hier, Alter. Baller die ab. Wow, die kommen direkt von hier. Oha. Nein, 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 nein. Nachladen. Oh, wie viel Action gerade hier ist, ey. Leck meinen Sack, hör mal. Oh, hau den weg. Shit. Wo lang, wo lang, wo lang, wo lang? Eieieiei. Komm raus, Sam. Alle Jungs, rennt die Zeit weg. Ja, wir kommen. Halt durch, Junge, ich bin fast da. Alter, wie viele Gegner hier einfach sind, Mann. Jetzt geht mal die Post richtig ab, Leute. Alter, so viel Action, Mann. Eieiei. Hab ich? Bin gleich da. Aber mit der Musik, Mann, wie krank. Okay, okay, komm, Sam. Ich nehme den linken, du die rechten zwei. Ah, oder ich nehme sie alle. Oh, oh, fuck, 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 von der Seite. Nein, nein, Leute. Mein Leben. Granate auch noch hier, ey. Fuck, guck mal, wie krank mit dem Wasser. Oh mein Gott, da oben irgendwo. Der kriegt die Pistole, Mann. Headshot. Bam. Alles ein bisschen weit weg. Hab ich. Der ist verdammt weit weg. Ich schon mit dem Pisser hier hinten. Zack, roll mal hin. Bam, Junge. Zack. Oh mein Gott, mein Leben, mein Leben, mein Leben. Alter Schwede, was eine kranke Stelle, Mann. Die ist echt krank. Ey, der Pisser da oben gibt mir auf die Eier, Mann. Den holen wir uns jetzt. Komm, Samuel. Sam, Junge. Sally. Hier mit dem Taxi bestellt. Nein. Fuck, schnell ins Auto. Dreieck. Boah, war das knapp, Leute. Sally, fahr. Fahr, Junge. Der Sally, Junge! Jemand ein Taxi bestellt? Spruch des Tages, ey. Und ja, es tut mir leid, aber an dieser Stelle müssen wir pausieren, Alter. Auch wenn es mir gerade selber wehtut, am liebsten würde ich jetzt weiterspielen. Alter, was war das für eine kranke Stelle? Seid mal ehrlich, Leute. Seid mal ehrlich mit der Flucht. Ey, das war heftig, Mann. Das war wirklich krass gewesen, diese Stelle, Leute. Vergewaltigt wieder den Like-Button. Ich will ja wieder die 15.000 Likes sehen für diese kranke Folge mit einer der besten bisher. Die Grafik, die Kämpfe, die Ballereien, die Musik, einfach alles passt perfekt zueinander. Und das sage ich euch nach so vielen Jahren Erfahrung, die ich in der Spielewelt gesammelt habe. Also dieses Spiel
ist wirklich der Topseller überhaupt, Alter. Das beste Spiel in meinen Augen für die PS4 von der Kampagne her, was bisher rausgekommen ist, Alter. Hier passt einfach alles. Man hat einfach so einen Spaß beim Spielen. Und das war's jetzt von meiner Rezension, Alter. Leute, das Spiel ist zu krank. Vergewaltigt den Like-Button. Übermorgen geht's hier weiter mit der nächsten Folge. Seid gespannt. Euer Öni ist raus. Euch allen schönen Abend hier. Macht's gut. Morgen geht's weiter mit WWE. Keine Sorge. Haut rein. Macht's gut. Und ciao.